Ah, hier haben wir auch zwischen Phase und Schutzleiter 230 Volt. Und zwischen N und PE haben wir nichts, das ist gut. Manchmal hat man den Fall, dass man beispielsweise zwischen L und PE nur 50 Volt misst. Das ist dann irgendwie eine Neutralleiterverschleppung. Das bedeutet meistens, dass der Schutzleiter nicht weitergeführt worden ist, beziehungsweise kein Schutzleiter vorhanden. Aber hier haben wir den auf jeden Fall. Und jetzt drücke ich hier mal die Last zu. Zack, und der FI ist geflogen unten im Keller. Also ist der RCD auch richtig gut. Jetzt haben wir keinen Strom mehr, jetzt kann ich runtergehen, wieder zuschalten. Aber Hauptsache hier ist alles safe mit der Elektrik, was ich hier Anleitungen gezogen habe. Und dass man das dann verdrahten kann und alles ordnungsgemäß geschützt ist. Hi, neues Altbau-Update. Das Ding ist, ich bin selber mega überrascht, wie viel hier jetzt am Wochenende passiert ist. Des Weiteren habe ich zum Hausbesitzer auch schon gesagt, dass er richtig saubere Arbeit geleistet hat. Ein Kommentar tatsächlich gesagt, dass das mit dem Verputzen wahrscheinlich nicht das erste Mal ist, dass er das macht. Aber tatsächlich ist es das erste Mal. Ich habe es selber auch noch nie ausprobiert. Der hat sich mal daran versucht, aber es scheint ja zu funktionieren und so weiter. Und es ist viel passiert. Ich schwenke einmal um. Das Ding ist, die Steckdosen beispielsweise hier in dem Bereich, die wurden nochmal überputzt, überarbeitet. Jetzt lassen wir das hier komplett an der Stelle aushärten, damit man hier eine schöne Rundung im Endeffekt hat und dann die Schalter einbaut und Steckdosen eingebaut werden können an der Stelle. Ihr seht auch hier gerade sind Spots. LED-Spots hat den Hintergrund, dass wir einmal bei der abgehangenen Decke hier im Flurbereich die Leitung nochmal rausziehen werden. Und dann kommen hier insgesamt 6 Spots eingebaut, die auch relativ flach sind. Wir haben die Einbautiefe auch schon gemessen und so weiter. Hier wurde schon aufgemacht für Obergeschossschalter, Flur, die beiden Doppelwechselschalter hier und die eine Steckdose. Dann ist er gerade hier in der Küche. Auf jeden Fall am Verputzen. Hier kann man auch sehen, die Fähnchen an der Stelle. Des Weiteren hat er hier von der Steckdose auch noch eine Leitung, eine neue gezogen, zu der, die schon gewesen ist, und eine neue Unterputzdose an der Stelle eingebaut, wo die Fähnchen gerade rausgucken. Im WC werden auch Spots, ich glaube insgesamt 6 Stück, auch quasi 2 an der Stelle, 2 mittig und 2 Stück hier bei der Schräge. Und Spiegelschrank lassen wir so aushängen und verbinden. Dann wird das, wenn der Spiegel da ist, einfach so verbunden. Ich glaube, einige haben einen Euro-Stecker hinten dran, aber bei uns zu Hause, und man kann das auf jeden Fall auch mit Vagus verklemmen, eventuell eine kleine Abzweigdose und dahinter packen und so weiter. Genau, so viel dazu. Hier ansonsten auch nochmal überstrichen. Ist auch schon hart, das kann man auf jeden Fall schon rausbröckeln. Und Kürzverstand im Keller. Ach, oben gehen wir auch gleich hin, da haben wir schon angezeichnet. Da wird auf jeden Fall nicht so viel passieren oben. Ein paar neue Steckdosen und so weiter. Hier unten im Keller erstmal wurde hier mit der Abzweigdose vergisst es. Also das Ding ist, die eine Leitung hier, diese, die zur TAE gegangen ist, die kam ja hier durch das Loch, ging die in den Flur, die war abgeschnitten, haben wir rausgezogen. Das andere Ende hing ja hier, konnte man komplett rausziehen. Die ist also unnötig, dieses zweiadrige Flachbandkabel. Und der hat hier eine neue Telefonleitung gezogen. Die ist auch schon hier in der Dings drin. Oh, ich muss gerade selber gucken. Ah, hier oben geht sie rein. Nee, aber die geht auf jeden Fall nach oben. Bestimmt von der anderen Seite. Auf jeden Fall hat er eine neue gezogen, Telefonkabel, und der hängt gerade noch, geht hier schon rein. Ah, hier hat er sich das aufgehangen, so dass es auf jeden Fall passt, der mich auf jeden Fall unterstützt. Und dann kommt es zum Anschlusspunkt. Ich wusste nicht, ob man bei der Telekom am Übergabepunkt das selber machen kann oder die Telekom beauftragen muss, dass sie das anklemmt. Ich hatte so einen Kasten noch nie offen. Ich glaube, die sind mit so einem Dreieck festgemacht, muss ich mal hingehen und gucken. Ein Zuschauer wollte die Heizungsanlage ganz dringend sehen. Ich glaube, die befindet sich hier. Ah, hier Heizung, Sanitär, Klempnerei. Ist eine Firma, die das aufgestellt hat.
von Buderus. Ich denke, dass das die Heizungsanlage ist. Hier ist auch noch dieses Gerät. Genau so ein Gerät haben wir bei uns zu Hause auch. So einen großen Boiler oder was das ist, wo dann Wasser durchläuft, was auch mit einem Stecker verbunden ist. Und bei uns zu Hause geht es noch auf einen Heizungsschalter, diese Heizungsnotschalter oder so, um die auszumachen mit Kontrolllämpchen. Naja, so sieht auf jeden Fall hier dann an der Stelle die Heizungsanlage aus. Und was ich mir noch angesehen habe, hier ist nämlich auch fertig geworden. Hier sieht man noch übelst viele Leitungen und so weiter. Die hier wurden nicht verwendet, die hat der Besitzer gekauft. Das sind einphasige Schienen. Und ich habe mir hier die ganze Geschichte mal angesehen, wie die das hier gemacht haben. Hier ist mir aufgefallen, fehlen auf jeden Fall noch Hütchen. Dann war noch eine Dings geplant, der hatte sich jetzt eine B32 geholt. Der möchte nämlich noch eine Sauna einbauen, aber da reicht ja 5x2,5 Quadrat und auf B16 dreiphasig abgesichert. Aber es ist hier wahrscheinlich auch oben Platz gelassen und unten angefangen, das zu machen, damit man noch die Möglichkeit hat, oben weitere Leitungen zu führen. Was ich an der Stelle gemacht hatte, die ganzen Leitungen, die hängen hier irgendwie noch auf halb acht, aber hier habe ich eine weitere Schelle dran gemacht und dann hier hatten wir keine mehr. Er hatte zwei Stück noch, die habe ich dann hier ran gemacht, aber hier passen auf jeden Fall alle durch. Und dann habe ich gesehen, die rechts sind, die gehen alle hier auf den Neutralleiterblock drauf. Die hier links sind, die gehen auf den Neutralleiterblock drauf. Die sind doch getrennt voneinander, habe ich mal durchgemessen. Schutzleiter haben wir hier hinten. Hier ist die Steigleitung, die von oben kommt. Schutzleiter wurde hier direkt auf PE draufgeführt und dann wurden die hier unten einmal hingeführt auf eine Hauptabzweigklemme. L3, L2, L1 und N. Wahrscheinlich, weil die gerade so gelegen haben und kamen. Und dann abgangsseitig, quasi genauso wie ich das bei mir im ersten Video gemacht habe, L1, also L1, L2, L3 und N auf den einen FI und dann nochmal das gleiche für den zweiten FI. Die ganzen Leitungen, die rechts sind, die gehen hier oben drauf auf die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leitungsschutzschalter. Und dann ist der hier dafür, deswegen geht doch der N hier oben auf die drauf, auf den Neutralleiterpunkt. Und das untere, was hier links ist, die ganzen Leitungen, wo auch zwei 5-Adrige sind. Hier oben ist eine 5-Adrige gewesen, hier ist L1, L2, L3. Und hier hat er L1, L2, L3, L1, L2, L3 und dann noch eine einzelne und noch eine einzelne. Naja, und hier unten noch 1, 2, weil hier auf jeden Fall mehr Adern gewesen sind. Dass hier insgesamt 8, 9, 10 Leitungsschutzschalter für diese FI ist. Und abgangsseitig geht er dann hier oben drauf und alle linken Neutralleiter hier drauf. Und die ganzen Phasen sind so angeordnet. Das sieht an der Stelle auch ganz gut aus. Also, ja, Hütchen kann ich von zu Hause noch mitbringen und drauf machen. Das sieht locker aus, das ist fest. Ich glaube, die hier müssen noch festgeschraubt werden. Sind wahrscheinlich in Vergessenheit geraten, aber gut, dass man da nochmal fühlt. Und man sieht es auch hier an den Schrauben. Sage ich dann nochmal Bescheid, dass es dann noch behoben wird. Ja, Telefonkabel können wir ja kurz nach oben gehen, weil da gucken wir uns die Wand auch nochmal an. Hier sind einmal die drei Dosen. Ich hatte auch beim letzten Video ein Bild eingeblendet, dass quasi die Lampe, die Lampenleitung da an die Steckdose reingeht für die LED-Stripes. Klingel bleibt ja beibehalten. Da kommt dann Klingelgong, was aber auch eigentlich nach unten, die kommt genau rechts daneben und so weiter. Ja, kriegen wir schon hin mit dem Kabel. Und dann Zuleitung. Kommt ja von Flur, geht einmal hier rein und dann von hier nach oben für die Küche. Hier haben wir TAE, die hat er sich da aus dem Flur, da hat er ein Loch gebohrt. Ja, die kommt aus dem Flur, muss dann beim Telekom-Klemmpunkt neu angeklemmt werden. Er meinte schon, das ist mit Schrauben und nicht mit LSA-Werkzeug zu machen. Gut, und oben wollte ich noch
eben zeigen, dass wir da ein bisschen gesprochen haben. Das Ding ist, die Leitungen hier oben, die bleiben hier beibehalten. A-Fliesenleger war auch da, haben sie besprochen im Bar, im WC unten. 30x60er Fliesen kommen da rein. Hier bleiben die ganzen Fliesen so. Der hat hier eine Steckdose, die immer funktionsfähig war. Und dann haben wir gesehen, dass er hier in dem Schrank auch nochmal eine Steckdose hat. Die Schalter, die sind auf ein und wird ja geschaltet hier über den Schalter an der Stelle mit Kontrolllämpchen. Da haben sie tatsächlich hier den Neutralleiter drauf. Das ist der geschaltete der Lampe. Und das hier ist die Phase, die von oben von der Abzweigdose kam. Und der Schalter, der bleibt auch so beibehalten an der Stelle als Wechselschaltung für die Hauptbeleuchtung, die von unten auch geschaltet wird. Das haben sie wahrscheinlich so gemacht, weil das Ding ist, wenn man hier hochkommt oder runter geht und beispielsweise hier den Schalter betätigt, dann hat man nicht mehr die Möglichkeit, wenn man hier in die Räume reingeht, das auszumachen. Deswegen ganz zentral, damit man von jedem Raum beim Rausgehen das Licht ein- und ausschalten kann, von unten ausschalten und so weiter. Und so ist auf jeden Fall gut. So bleibt es auch. Wir machen hier also keine Steckdose hin. Wäre zwar möglich, wenn man vorsichtig hier 68er Löcher bohrt und so weiter. Aber darauf verzichten wir. Das reicht ihm hier an Steckdosen. Auf jeden Fall haben wir besprochen, gut, hier bleibt der Wechselschalter. Da bleibt der Kontrollschalter. Hier kommt noch eine Steckdose hin, bedeutet hier wird dann fünfadrig gezogen. Braun Phase, Blau Neutralleiter, Grün-Gelb Schutzleiter und den Schwarzen dann beispielsweise als geschalteten der Lampe. Und dann hat man tatsächlich auch direkt hier einen Neutralleiter für das Kontrolllämpchen und der Graue bleibt unbelegt an der Stelle. Hier bleibt der Schalter so, bloß hier kommt eine Steckdose hin, heißt von der Abzweigdose wird auch wieder fünfadrig gezogen und die zwei- oder dreiadrige, die sie hier reingemacht haben, die kommt dann weg. Die Steckdose hier an der Stelle, die bleibt beibehalten, bloß hier kommt eins, genau, die bleibt beibehalten, da kommt nichts, einfach rausbauen, neue einbauen beispielsweise. Hier kommen insgesamt drei Steckdosen, die bleibt beibehalten und dann stemmt man sich das auf, zieht die Leitung raus, baut hier die Unterputzdose aus, die schlägt man raus und dann bohrt man sich, dass da drei reinpassen, eins, zwei, drei Unterputzdosen rein, gipsen und die Leitung, die hier reingeht, die kann man sich in die erste reinlegen und weiter schleifen. Ja, und mehr ist hier auch nicht so viel, hier an der Stelle ist gar nichts und hier ist schon so eine, ja, sieht aus wie eine Zweieraufputzsteckdose nachgerüstet oder so. Hier kommen auf jeden Fall drei Stück in der waagerechten hin. Und dann passt die Geschichte auch. Oh, da oben ist noch eine Abzweigdose. Naja, was da wohl drin ist. Dann hier kommt auch so, das alles hier wird mit Schrank gemacht. So wie das im Vorfeld gewesen ist. Lichtschalter ist eine Wechselschaltung, hier kommt noch eine Steckdose hin, wird definitiv fünfadrig wieder von der Abzweigdose gezogen. Wechselschaltung an sich bleibt beibehalten mit dem hier am Bett. Muss man nur aufmachen und gucken, dass man die Strippe hier dran bekommt und dann ist gut. Dann kommen hier an der linken Bettseite zwei Steckdosen, wieder das gleiche ausbauen, gucken, wo es die Leitung rausziehen. Zweier einbauen, Kabel einführen und rüberbrücken zur anderen Unterputzdose, die direkt daneben ist. Hier genau das gleiche auf der anderen Bettseite, kommen auch zwei Stück hin. Und die wird einfach so beibehalten bleiben. Genau. Dann war es das auch mit dem Raum. Dann hier noch das eine Kinderzimmer. Hier wieder genau das gleiche, Schalter, Steckdose, wird fünfadrig von der Abzweigdose runtergezogen. Da kommen insgesamt zwei Steckdosen hin, also wieder ausbauen, Zweier, Unterputzdose einbauen und so weiter. Hier an der Seite genauso, kommen auch zwei Stück hin, sicherheitshalber, und da kommt gar nichts. Bedeutet, hier muss man gar nicht schlitzen oben, hier muss man einfach nur aufmachen, die Schalter und Steckdosen, Leitung ein bisschen rausziehen. Hier muss man einen neuen Schlitz machen für die fünf Fahrträge nur, aber da hat man die Abzweiger, das ist nur ein senkrechter kurzer Schlitz jeweils.
Deswegen ist das hier komplett gut und der spart viel Mühe und Arbeit. Die Leitungen, die sind auch extrem gut. Hat viele überrascht gehabt, dass die Leitungen tatsächlich so, ich sag mal, nicht porös gewesen sind, sondern die ganzen Leitungen, die hier verbaut sind, sind noch schön weich, die Stegleitungen. Und prinzipiell macht einen sehr guten Eindruck, kann man auf jeden Fall so beibehalten. Unten haben wir jetzt die Mühe gemacht, die war aber auch notwendig. Und genau, bloß hier sehe ich gerade, muss ich auch noch schauen, der wollte irgendwo, glaube ich, noch eine Lampenleitung beibehalten lassen. Ich weiß nicht, wie die geschaltet ist. Es ist eventuell sogar wie im Wohnzimmer, dass hier Dauerstrom drauf ist, aber das wird hier ausgeführt, als wenn da eine Lampe gewesen wäre. Aber das Ding ist, ich sehe am Schlitz, dass der da zu der Steckdose geht, heißt für mich, dass da wieder Dauerstrom drauf ist. Und das macht bei Lampen immer keinen Sinn. Naja, müssen wir mal gucken und uns was einfallen lassen. Oder es kommt weg, müssen wir mal schauen. Genau, ich glaube, das war es auch tatsächlich mit dem Update. Wenn heute noch irgendwas passieren sollte, dann werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So, jetzt ist er hier auch gerade in der Küche fertig geworden tatsächlich. Ist noch schön frisch, recht feucht. Aber von der Glätte her und alles Mögliche macht echt einen sauberen Eindruck. Eine 5-Adrige haben wir drin gezogen für Lampe und Steckdose von der Abzweigdose. Ja, das ist gut. Und hier auch schon aufgemacht. Und für die Zukunft werde ich mir beibehalten, erstmal die Leitungen abmanteln und dann einführen. Sagen viele, sagt sogar der Elektriker auf YouTube, hat mir ein Abmantelungswerkzeugsvideo von ihm angesehen. Da hat er Kniepex, Vicon und Yukari gegenübergestellt. Richtig nice. So, ich darf hier glücklicherweise ein paar Einblicke geben, weil es für euch interessant ist. Hier auch tatsächlich anders gemacht, als ich es in meinem Video erklärt habe. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Des Weiteren können wir auch dieses Provisorium hier erstmal angucken, was erstellt wurde. Ich bin so froh, dass ich hier Einblicke bekomme. Das Ding ist, wir haben hier eingangsseitig unten auf dem FI L1, L2, L3 und N war da drauf. Und jetzt wurde hier so eine Klemme hingesetzt und dann noch die PE-Klemme, damit das quasi als Hauptschalter fundiert. Und unten die FIs auslösen, bedeutet L1, L2, L3 gehen runter auf die Hauptabzweigklemme. Der N wird nicht detektiert, heißt der FI hier kann so auch nicht auslösen. N wurde durchgeschliffen, PE wurde durchgeschliffen. Und jetzt zu der Doppelwechselschaltung, das ist extrem nice. Wäre ich nicht selber drauf gekommen, das Ding ist, wir haben hier oben ja die 2 5-Adrigen, die rübergehen dahin. Hier unten haben wir ja die Zuleitung, die Einspeisung und die andere, die runtergeht zu der Steckdose da hinten. Und jetzt wurden hier Einspeisung und das, was rüber geht zur anderen Steckdose, alles miteinander gebrückt. L1, N und PE. Hier haben wir ja auch nur L1, die eine einzige Zuleitung. Hier kann sich auf jeden Fall nicht L1 und L2 oder so treffen, weil wir für Wohnzimmer nur eine Phase haben. Dann wurde hier von der Vago runter, also rausgekommen, auf die Steckdose drauf. Von der Steckdose hochgebrückt zu dem Schalter, damit hier im Endeffekt auch noch Strom anliegt. Und jetzt hat er das so gelöst, dass die korrespondierenden, die hier rauskommen, einmal haben wir hier beim Schalter jetzt hier L und die beiden korrespondierenden auf der Seite und hier L und die beiden korrespondierenden auf der Seite. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Hier kam er auf jeden Fall von der Steckdose nach oben und hat sich den hier auf L draufgelegt. Und der andere L, der geht auf eine 5-Adrige, beispielsweise von der 5-Adrigen Schalter 2. Und dann haben wir das. Dann hier die korrespondierenden, die beiden. Oh, das muss er auf jeden Fall nochmal ordentlicher festschrauben. Und die andere, hier haben wir L von der anderen, geht auf einen anderen Wechselkontakt. Und hier die korrespondierenden. Und dann wird es wahrscheinlich so verschaltet, dass der Strom einmal hier sowieso von hier rüber geht zum anderen Schalter über die eine. Und dann kann man da die beiden braunen miteinander verknüpfen, dass der Strom wieder zurückkommt hier auf den L. Und so spart man sich die eine Brücke, die ich normalerweise immer mache. Ist auch eine Möglichkeit.
Naja, gut, dass man noch mal ein bisschen wackelt. War nicht richtig festgeschraubt. Naja, gut. Und bei mir wäre von einer der fünf Wartringen der braune in beiden Schaltern frei, weil ich das so anders gebrückt hätte. Das ist richtig interessant auf jeden Fall. Und hier bleibt gar keine einzige Ader frei. Und das Ding ist, der Hausbesitzer, der hat sich dazu entschieden, die am Ende abzukleben und dann zu streichen, falls jemand sich wundert. Er will jetzt auf jeden Fall schon Licht haben, dass man provisorische Lampen einbaut. Und Steckdosen möchte er auch hier überall haben, deswegen auch während der Bauphase. Und dann wird abgeklebt und gedingst. Hier bei dem Schalter jetzt haben wir hier beispielsweise auch L und diagonal davon auch L. Ich hoffe, man sieht das vom Licht her. Da ist jetzt der Lampendraht 2 rechts drauf und der Lampendraht 1 links drauf. Dann für die linke die korrespondierenden der Wechselleitung der 5 Wartringen 1 und hier auf dem anderen Wechselkontakte 2 die 5 Wartringen. Und dann ist ja so, dass von der 5 Wartringen, also wir haben hier beide 5 Wartringe, von einer kommt ja der L und beim anderen geht der dann wieder weg zu dem Schalter, damit der auf dem anderen auf der Position für L ist. Richtig schlau gemacht. Und dann wurde hier L auch nochmal runtergebrückt zur Steckdose. PE und Schutzleiter, Neutralleiter und Schutzleiter, alle miteinander verknüpft. Und nochmal Brücken nach unten gelegt zur Steckdose. Und von da aus geht es dann runter zu den Steckdosen, die hier sind. So viel dazu. Also so würde ich mir das für die Zukunft auch beibehalten, dass man alle Drähte aufbraucht. Das mit dem von da kommt L, geht hier rüber über die 5 Wartringe und dann wieder rüber, um da den Strom wieder zu haben. Und hier hat man Dauersaft und da hat man Dauersaft. Und das alles über eine Phase. So, ich bin gerade übelst gespannt. Schalten wir einmal hier den FI ein. So, der ist jetzt drin. Dann gehen wir mal kurz runter. Weil jetzt ist er fertig, da im Wohnzimmer auf jeden Fall. Da muss man eine Prüfung machen. Dass auch so mit der Wechselschaltung geht. Dann haben wir Wohn. Geht auf jeden Fall unten, der ganz linke. Das heißt, ich mache einmal den FI hier rein. Zack. Und Wohn müsste der sein. Zack, ist alles drin. Jetzt gehen wir kurz mal hoch. Okay, die Lampen leuchten schon mal. Einmal die und die leuchtet auch. Jetzt würde ich dann den linken Schalter, jetzt ist hier aus, also der Schalter geht schon mal, ich lasse den mal aus, jetzt gehe ich in einen anderen Raum, das hier müsste hier jetzt die linke Wippe sein, hoffe ich, ne, links ist wieder da, naja, muss man eventuell dann noch tauschen, aber rechts geht hier, für die Lampe, und die kann ich jetzt hier mit der rechten Wippe auch wieder ausmachen. Genau das geht. Und hier wieder einschalten. Für die Lampengeschichte habe ich hier ein Dusbol gerade irgendwo. Ja, hier. So, mal schauen hier. 230 Volt. Und hier kann es ja auch nicht anders sein. Das ist ja cool, dass es auch so funktioniert mit der Wechselschaltung. Jetzt sind die zu weit gespreizt. Auch 230 Volt. Hammer. Und alle Adern belegt. Aber hier würde ich die Schalter, also einfach die Lampendrähte miteinander tauschen. Man kann auch den Schalter theoretisch ausbauen und andersrum reinbauen. Fällt gar nicht auf, aber das ist schon mal ganz gut, dass die Wechselschaltung hier so geht. Habe ich schon mal die Strippen richtig gezogen. Nice. So, hier hat er sich auch schon Strom jetzt genommen. Zwischendrin. Gut, dass wir jetzt hier Licht haben, ist schon viel besser für die Kamera auch. Dann geht ja die Leitung hier runter und nach da. Bedeutet, hier ist jetzt Strom drauf, da wo die Vago beispielsweise drauf ist. Aber bedenkenlos könnte man hier dann weiterarbeiten, theoretisch.
da auch noch. Und hier in dem ganzen Bereich ist auch spannungsfrei, weil es nicht weiter gedrückt ist. Da ist auch alles spannungsfrei. Und hier ist auch spannungsfrei, bis eben da, wo die Leitung rauskommt, weil die nämlich direkt hier von dem Schalter hier hingeführt ist, wurde auch eine Vago drauf gemacht. Und ich kümmere mich jetzt, während hier weitergearbeitet wird, um die Lampenspots-Geschichten. Hatte mir das von der Mitte schon rausgezogen. Da kommt jetzt der erste Spot, wo es runterhängt. Und dann wird man gucken, wie man hier die nach da zieht. Drei Stück und dann hier an der Seite, rechts neben dem Balken, auch nochmal drei in einer Flucht. Und dann wird es auf jeden Fall schon ganz gut. So, jetzt hat er aufgehört zu rühren. Was ich jetzt da einmal hier machen möchte, ist den RCD zu prüfen. Hier haben wir rechts die Phase. Hier haben wir Neutralleiter, 230 Volt. Ah, hier haben wir auch zwischen Phase und Schutzleiter 230 Volt. Und zwischen N und PE haben wir nichts, das ist gut. Manchmal hat man den Fall, dass man beispielsweise zwischen L und PE nur 50 Volt misst. Das ist dann irgendwie eine Neutralleiterverschleppung. Das bedeutet meistens, dass der Schutzleiter nicht weitergeführt worden ist, beziehungsweise kein Schutzleiter vorhanden. Aber hier haben wir den auf jeden Fall. Und jetzt drücke ich hier mal die Last zu. Zack, und der FI ist geflogen unten im Keller. Also ist der RCD auch richtig gut. Jetzt haben wir keinen Strom mehr, jetzt kann ich runtergehen, wieder zuschalten. Aber Hauptsache hier ist alles safe mit der Elektrik, was ich hier Anleitungen gezogen habe. Und dass man das dann verdrahten kann und alles ordnungsgemäß geschützt ist. Nice! Also wir haben hier einmal drei Spots und dann nochmal drei vom gleichen Hersteller. Dann hier auch nochmal insgesamt sechs Spots, also sechs Stück für Badezimmer, sechs Stück für Flur insgesamt. Ich habe gerade auch schon angefangen hier zu gucken. Und zwar genau hier kommt die Leitung, das ist die erste. Habe ich schon mit Kabelbinder fixiert. Geht dann zur zweiten, der bohrt auf jeden Fall vorher. Und dann führt er sich die aus. Wir nehmen hier vom Maß 30 an der Stelle. So, jetzt 30, da sieht man es, wo es rauskommt. Und so von dem Maß nehmen wir 55, also da an der Stelle. Das passt auch hier auf der anderen Seite, wo die letzte Leitung ist. Und so bin ich hier halt dementsprechend, da komme ich mit der Leitung, da geht es weiter. Und so haben wir uns das ausgemittelt, die beiden hier in der Mitte. Die sind halt mittig, da sieht man noch das Loch, die haben die vorher auch mittig angebracht und so dann geschliffen und dann da geschliffen und dann hier nach vorne gekommen, bis ich hier im Endeffekt rausgekommen bin. Ah, und hier hat er auch LED-Stripe. Das sind jetzt 10 Meter. Das sind da zwei Stück oder insgesamt 10 Meter? Naja, werden wir gucken. Hauptsache wichtig gewesen ist, dass die einkürzbar sind. Und das Geniale ist, wenn man die auch mit Stecker betreibt, den Stecker in die Steckdose reinsteckt und einschaltet, man den Stecker zieht und wieder reinsteckt, dann leuchten die wieder. Also auf dem Programm, wie die vorher eingestellt gewesen sind. Und das ist genau das Gleiche, wenn man eine Steckdose schaltet, das dann ein, aus, also dauerhaft einmal mit der Fernbedienung einschalten. Und dann leuchten sie und dann kann man die Steckdose ein- und ausschalten, aber das Licht, das geht halt nicht verloren oder verliert halt nicht, dass es angewiesen ist. So, der Hausbesitzer ist mit der Schalterstellung doch, also links, weil es von der Logik her auch hier die linke Lampe ist und rechts Wohnzimmer. Da von der Logik her ist er damit einverstanden. Und hier hat er auch gesagt, wenn man vor dem Schalter steht, dann ist links, ja, hier die Lampe da vorne und rechts, auch von der Logik her für ihn, passt das. Im Flur wurde es auch weitergemacht, also wir können erstmal darauf eingehen, da sieht man schon, dass die Lampe leuchtet. Vom ersten Spot wird weitergeschliffen nach dahin und hier ist er gerade dabei, die Deckenplatte mit mir gemeinsam zu installieren. Löcher bohren, alles im gleichmäßigen Abstand,
Und so schleift man sich das dann am Ende mit Klappvagus auch, damit es eine Parallelschaltung zwischen allen 6 Spots ist. Hier ist er mit der Logik auch zufrieden. Hier ist es jetzt so, dass links die Lampe ist, also die Hauptbeleuchtung. Bedeutet, wenn man hier aus der Tür rauskommt, dann direkt der erste Schalter. Und der zweite, der wird dann die Steckdose da oben schalten, wo der Lampendraht hingeführt wurde. Da ist gerade noch Signaldeckel drauf. Und hier ist auch mit der Logik einverstanden, ist ja eine Wechselschaltung. Wenn man hier der erste Schalter direkt, also wenn man reinkommt, das, was man zuerst sieht, ist dann für den Flur. Na gut, der andere ist auch für den Flur, der hier, aber der schaltet auch per Wechselschaltung. Das da. Und hier wurde es auch übrigens mit den 5-Wattringen so gemacht. Da sind die beiden Lampenleitungen auf L der linken Wippe, auf L der rechten Wippe. Dann die korrespondierenden schwarz-grau für die eine Wippe, schwarz-grau für die andere Wippe. Und dann kommt das alles hier hin. Hier eben geguckt, welcher Schalter für was, Wechselschaltung korrespondierend auch schwarz-grau, schwarz-grau. Und dann hat man hier ja seine Zuleitungen drin. L1, Neutralleiter und PE. Und wie wurde das jetzt gemacht? Also es wurde einmal die runtergeschliffen, damit man hier den Strom auch hat für die Wechselschaltung von der Abzweigdose, weil hier nämlich die Lampenleitung drin ist, also da drinnen. Und dann wurde L auch noch hier von der Braun, also wurde genauso, ich kann mich gerade gar nicht so denken, aber prinzipiell, man geht mit L1 von dem Schalter auf L drauf, dann von der 5-Wattring mit einem Braun, der darüber geht, dann ist da auch L und dann geht man damit wieder, damit da L ist und mit dem Braun, also alle Braun sind da dann miteinander verknüpft und hier sind auch alle Braun miteinander verknüpft. Also so passt das und jetzt machen wir die Decke weiter. So, ein neues Update gerade mal. Das Ding ist die Lampe und dass hier alles beleuchtet ist, das wisst ihr ja schon, dass auch diverse Steckdosen eingebaut worden sind und so weiter. Jetzt hat sich die Sachlage auf jeden Fall beruhigt. Der erste Spot, beziehungsweise die provisorische Lampe, leuchtet. Das ist auch das Ding. Auf der Baustelle ist mega entspannt, wenn man so über einen Schalter Licht anmachen kann. Und deswegen mache ich das auch bei Paul auf der Baustelle mit provisorischen Lampen, die dann in jeden Raum gebracht werden und dann ein Aufputzschalter und dann ist es auf jeden Fall gut. Die Decke ist fertig. Er sagt, er wird die in Anthrazit schwarz lackieren am Ende, nachdem verspachtelt wurde. Dann macht er noch hier an der Seite, wo das Holz ist, der Holzrahmen, da macht er sich auch Anthrazitleisten, die ein bisschen überstehen, sodass die LED-Stripes tatsächlich als indirekte Beleuchtung zur Geltung kommen und man die Punkte quasi nicht sehen kann, die LED-Punkte, was ganz toll aussehen wird. Morgen spachtelt er und streicht er und dann können wir das auch bestimmt mit der Zeit noch sehen, obwohl ich morgen auf dem Neubau arbeiten möchte und dann das Video auch noch fertig machen. Genau, andere Sache, in der Küche haben wir alles geguckt. Hier haben wir einen Lichtschalter. Der funktioniert auch, also Licht an, Licht aus. Hab da eine bessere Lampe eingebaut, weil die andere nämlich eine Energiesparlampe gewesen ist, die extrem dunkel war. So ist schon besser. Da wird am Ende noch eine Steckdose hinkommen, die von Flur bespeist wird. Ansonsten die Steckdose hier an der Stelle ist fertig. Die andere hat auch an der Stelle Saft. Da haben wir die alten Leitungen quasi zugeschaltet und sehen, dass die Mikrowelle läuft. Dass auch der Backofen neu gestartet hat. Und tatsächlich haben wir auch hier die Kaffeemaschine am Laufen über die Steckdose. Also diese runde Nimmleitung, die sie neu gezogen haben, die läuft auf jeden Fall. Eine Sache, die aufgefallen ist, die nicht läuft, deswegen habe ich hier mein Handy mit Taschenlampe, ist der Keller. Und es kann mit einer Sache zu tun haben. Ich bin froh, dass es das Keller getroffen hat, dass wir hier an der Stelle kein Licht haben. Zur Verteilung, ja, die Hütchen müssen noch drauf, deswegen ist das noch offen, bald kann die Abdeckung drauf. Hier wurde auch noch nachträglich jetzt diese zwei Leitungen für die unteren LS-Schalter gezogen. Der eine ist tatsächlich für Flur, der gerade an ist. Ja, und kein Strom haben wir verfolgt hier im Keller.
Die schwarze Abzweigdose da oben ist die Hauptabzweigdose für Keller und die geht hier nach oben und da sieht man, dass es eine Stegleitung ist. Ich hoffe, ich kann das jetzt, ja jetzt, dass das eine Stegleitung ist, die von unten kommt. Die haben wir wahrscheinlich gekappt, weil wir dachten im Verteilerkasten, dass die nicht mehr gebraucht wird, keine Ahnung. Wir haben uns auf die, die von oben kommen, orientiert, muss ich sagen, und auf die Nimmleitungen, die neu gezogen wurden. Deswegen haben wir hier keinen Strom drauf. Vielleicht mit ein bisschen Kraft kriegen wir die sogar noch runtergezogen, aber ich glaube nicht, weil schon alles verputzt ist und so weiter. Ansonsten ziehen wir die einfach neu, die 3x15 oder was ist das, oder 3x25, muss man mal gucken. Genau, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, Telefonkabel habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hat er sich eine neue Rolle geholt? Ah, genau, hier liegt sie. Da ist die Rolle Telefonkabel, weil ich war an dem Tag nicht dabei. Da hat er auf jeden Fall das gemacht. Ja, der vierreihige Verteiler, was auch ganz gut ist. Und sonst gibt es, glaube ich, nichts mehr zu erzählen. Nichts mehr Nennenswertes. Aber es wird auf jeden Fall noch schön. Und wenn wir dann im Untergeschoss und im Obergeschoss fertig sind, mache ich noch die Garage und das Keller einmal komplett schön. Hier wird diverse Sachen rausgeschmissen und das neu gemacht. Aber es macht Spaß und heute haben wir viel geschafft. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Macht's gut. Telefonleitung übrigens. Hier diagonal gebohrt hinter die Heizungsanlage und dann in dem Loch quasi noch mal horizontal rüber in den. Ich habe auch gesucht. Das Ding ist, ich habe gedacht, das geht nach oben. Ich gucke, hä, wie war und dann irgendwie anders. So, so und dann wieder hoch. Ja, auf jeden. Naja, auf jeden Fall ist die drin. Hier ist jetzt aktuell an der Stelle Strom drauf. Das ist eben die kommende Leitung von Flur. Und das, was zur Küche geht, ist spannungsfrei natürlich aktuell, wird gebrückt. Und TAE-Kabel hat er auch da. Und dann kommt ein schöner Dreifachrahmen-TAE-Dose von Jung. Richtig nice. So, jetzt wurde gerade privat noch ein Provisorium aufgebaut. Das Ding ist, die Heizungsanlage, die leuchtet erstmal provisorisch. Er wollte auf jeden Fall jetzt erstmal hier Heizung haben, damit es hier in der Bude wieder warm wird. Wenn er streicht und alles mögliche, deswegen die Heizungsdings da provisorisch angeklemmt. Und jetzt haben wir auch provisoriummäßig Keller am Leuchten. War tatsächlich die Leitung. So sieht übrigens seine alte Abzweigdose aus. Da hat man L1, N und PE, welche auf eine Schraube drauf gehen jeweils. Und dann wird es einfach rübergebrückt. Mehr ist das gar nicht. Aber heutzutage ist es besser mit Anklemmpunkten. Auf jeden Fall provisorisch eine 3x15. Keller bekommt seinen eigenen Leitungsschutzschalter. Jetzt aktuell geht er gerade hier, wo zwei Ls drauf sind, drauf. Hier natürlich der Schutzleiter mit drauf geführt. Und hier der Neutralleiter für obere Abteil. Weil das hier, also das, was rechts ist für die obere Hutschiene. Und ja, jetzt hat er hier Licht, Licht und die Heizung ist separat. Das Ding ist Heizungskabel, haben wir geguckt. Das kommt hier raus, das geht hier weiter, also geht direkt, kommt hier raus, geht dann ums Eck, wird hier weitergeführt. Hier haben wir Heizung, das ist eine dreiadrige, nimm J, eine fünfadrige, nimm J, 5x1,5. Ja, was laber ich? Nimm J, 5x1,5. So, und dann geht die hier auf jeden Fall, wo wir gerade hier ist, die Heizung, die Dreileitungsschutzschalter, wo die drauf sind. Und deswegen läuft die Heizung jetzt. Hier kann man das in dem Deckel sehen. So, also an sich stehen wir bis jetzt ganz gut da, dass noch alles läuft auf jeden Fall. An Strom, an Geräte, auch wo wir hier alles Mögliche neu gezogen haben und runtergezogen haben, weil das hier, das war ja vorher gar nicht. Und jetzt ist alles nice.